So, willkommen zurück. Ich habe inzwischen nachgeschaut. Jared ist der Streitwagen. Upala. Ich weiß nur noch nicht genau, wie mir das dabei helfen soll, weil ein Streitwagen habe ich zumindest bisher noch nicht bewusst wahrgenommen. Gibraltar, das ist eine Art Karte hier. Streitwagen. Da komme ich wieder nicht weiter. Ja, und da war ich der Meinung, dass das eigentlich oben sein müsste, ne? Ein Streitwagen. Also mir ist noch kein Streitwagen aufgefallen. Höchstens hier das Pferd, dass man vor einen Streitwagen spannen könnte. Allerdings habe ich noch keinen gesehen. Hier kann ich schon wieder nach oben. Da war die Statue von Maria. Da komme ich nicht rein. Da auch nirgends. Alles. Ja, guck mal, hier ist es dann wieder gelb. Ist irgendwo ein Übergang zwischen Blau und Gelb. Hier scheinen noch irgendwelche Spuren zu funktionieren. Wer bist du? Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Weil ich bräuchte halt jetzt vier Zahlen entweder, ne, für diese Kombination da. Oder einen Streitwagen. Ja, die sind gar nicht so massiv, die Treppen, wie ich sie in Erinnerung hatte. Und Efeu innerhalb, das ist alles sehr merkwürdig. Oh, was haben wir hier noch? Was haben wir denn da? Scheinbar eine Karte. Was war das gerade? Also der würde nie, der Papa hätte nie was rausgenommen, aber okay. Ach, guck mal, einer Schau. Au. Das ist tatsächlich eine Karte. Und zwar inklusive der eingezeichneten. Ja. Grenzen und Felder. Fields of Stone. Dann hat er hier was umrandet, wo die Küche war, mit dem Hinweis. Da, Malphas ist in dem Blauen drin. Den haben wir schon kennengelernt. Der hat uns angesprochen. Dann würde ich behaupten, dass in der Bibliothek Paimon eingesperrt ist. Gelb. Im Observatorium ist scheinbar ein Naberius eingesperrt, in Lila. Grün ist, ja, Pharas. Und hier, Blue, das kann ich nicht sicher lesen. Ist auf jeden Fall sehr interessant, diese Karte. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Also es ist scheinbar echt gut, ab und an mal hier auf die Steuerungstaste zu klicken, dass man nichts übersieht. Ups, Entschuldigung, jetzt bin ich rausgetappt. Jetzt natürlich jetzt weiter. Halt, 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 nicht so schnell. Ja, das hier kennen wir schon, aber da ist nichts mehr. Also ich finde keinen Streitwagen und auch nicht wirklich so Zahlen, die mir was bringen könnten. Ich finde nur ein Pferdchen.
Ja, er beobachtet mich, sagt er, ne? Habe ich irgendwas schon gesehen, was ich da hinten einsetzen könnte in der Statue? Da draußen war ja noch eine Statue, ne? Vor der Tür. Da bin ich gerade nicht sicher, ob ich schon was gesehen habe, was man da einsetzen könnte. Aber ich schaue mich hier noch mal kurz um. Aber hier konnte ich auch durch die Decke noch gehen. Oh, was haben wir hier noch? I will let the cherubs alone today. Ah. Und jetzt ist das Horse umrandet. Und wo das Horse ist, das wissen wir sogar. Gibt's hier jetzt was Neues? Nee, gell? Ja, dann würde ich sagen, ich weiß, wo das Pferd ist. Das er da meint. Also zurück zum Pferdchen. Hier, Pferdchen. Gut, habe ich. Ah, guck mal, wenn ich das Pferd wegbewege, finde ich da wieder den nächsten Hinweis wahrscheinlich, ne? Wo das Pferd bisher drauf stand. Na super. Eine Mütze auf einem Bart, sagen wir jetzt mal dazu. Also suchen wir wohl eine Mütze von einem Weihnachtsmann oder was? Ja. Klarer Fall von What the fuck? Wie könnte mir das gerade weiterhelfen? Vielleicht hier irgendwo bei den Bildern. In der Galerie hier. Hilft mir da jetzt eins weiter? Nee. Hier hilft mir nichts weiter. Also ein bisschen was haben wir jetzt tatsächlich enträtselt. So ein klein bisschen was. Freut mich auch, dass ich da einen Ticken weitergekommen bin, muss ich ehrlich sagen. Aber noch weiß ich halt einfach nicht so richtig weiter, ne? Ein Mann mit einem Bart. Ist nicht so einfach. Warum sie dazu nur Punkt, Punkt, Punkt sagt, würde mich auch teilweise echt mal interessieren. Was sechseckiges.
Sie will noch nicht. Sie will einfach noch nicht weitergehen. Ja. Von einem Mann mit Bart. Ich finde es auch echt heftig, dass ich noch nirgends durch kann. So bin ich ein bisschen echt. Oh! Guck mal, Bart, Mütze. John Falco. Da fällt mir gerade was ein. Und zwar wieder das Kästchen da hinten mit dem, nennen wir es mal, Falken drauf. Ob ich da unten John eintippen kann? Das wäre nämlich kurz genug als Wort für die Buchstaben, die man zur Auswahl hat, ne? Hier war das doch. Komm mal her hier. John, guck mal, das funktioniert. Und hier ist jetzt ein Fragezeichen. Das müsste hier drunter sein. A sealed room next to the kitchen. Sie wusste nicht, dass da neben der Küche ein weiterer Raum ist, aber das findet sie jetzt natürlich interessant. Verständlich, ich auch. Und deswegen mal ab zur Küche. Und hier muss es irgendwo einen Raum geben. Fliegen wir doch einfach mal durch die Wand. Oh, was ist das denn cooles? Wow. Ja, fangen wir mal hier an. A gigantic raven? Hä? Ein gigantischer Rabe? Demonic sigils and now a bright orbit. Achso, das ist eine Zusammenfassung. Now, jetzt eine strahlende Kugel, die schweben kann. Okay, sie rafft's nicht so ganz. Verständlich. Eine alte Fronttür. Sie wundert sich, wo das hin ist. Was haben wir hier? Scheinbar ein Stück Möbel, das aus alten Weinfässern gemacht wurde. Was haben wir hier noch? It's impossible to guess what this is. Also sie weiß, kann sich nicht vorstellen, was das ist. Wohin geht's hier? Ah, hier geht's jetzt einfach da wieder hoch. Okay. Und ich denke, die aktuelle Frage ist, aktuelle Frage dürfte sein, wohin ist da weiter, wenn wir hier weitermachen. Ach guck mal, ich kann diesen Schwebedings jetzt nehmen. Abigail is now able to see traces or details about the history of the most recent owner of an item. Also sie kann jetzt über die, ja, ein bisschen, ein paar Details über die Geschichte von dem letzten Besitzer eines Teils sehen, okay. Oh. Weiter habe ich nicht gelesen, dann war es wieder weg, das ist ein bisschen blöd. Das war jetzt ein bisschen blöd. Also sie hat auf jeden Fall was dazugelernt. Ich habe nur leider nicht aufgepasst, was. Aber warte mal, ich kann mal ins Journal gucken, ob da was steht. Okay, da ist auf jeden Fall der Hinweis mit der Küche. I heard some kind, also sie hat was gelernt.
Okay, sie hat was gelernt und zwar, dass sie eben das machen kann. Ach, guck mal, hier das Empty Notebook. Aha, sie macht sich also hier verschiedene Notizen. Guck mal einer an. Würde ich doch mal sagen, ich hatte doch. Na? Da kann ich wohl nichts weitermachen, aber ich habe. Wenn ich Sachen nehme, wahrscheinlich kann ich dann, oder? Jetzt würde ich sagen, gehe ich mal hier rein. Lerne ich hier drüber jetzt was? Nee. Scheinbar mache ich es noch nicht so ganz richtig. Scheinbar mache ich das noch nicht so ganz richtig hier. It's hard to explain. It's if I could see traces of what happened around the object. Ja, könnte nützlich sein. Ich weiß nur nicht, wie ich es auslöse gerade. Das ist das Problem an der Sache. Gucken, ob der Rabe dazu irgendwas zu sagen hat. Scheinbar nicht. Super, da falsche Taste. Ja, ich bin jetzt gerade schon wieder echt ein bisschen überfragt. Weil jetzt ist das Rätsel halt gelöst hier, ne? Das eine. Ach stimmt, hier kriege ich noch nicht auf. I can't get this book, weil es da ist halt noch verschlossen. Ah, stell die doch mal wieder irgendwo anders hin. Ah, ich kann da nicht wieder zumachen. Da kann man überlegen, ob ich an die Schlüssel komme, ob die Schlüssel sinnvoll wären. Die Punkte. Wo kann ich diese tolle neue Macht einsetzen? Oh, warte mal, vielleicht draußen bei dem Ding, wo ich mich nicht dran erinnern konnte, dass da was ist. Habe ich noch nicht so ganz raus, wie das gehen soll jetzt, ne? Also, ob ich da jetzt wirklich eine neue Fähigkeit habe, die ich auslösen muss und wenn ja, wie? Das ist alles gar nicht so einfach hier. Gar nicht so einfach. Hui. Ja. Ich werde ein bisschen grübeln und rätseln, was ich machen kann. Und ich denke, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder.
Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst es ja, lasst einen Daumen nach oben da und am besten ein Abo. Dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht, wo ich weiter rätseln werde, wie es hier wohl weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.